Kätzchen sind bezaubernd. Darin sind sich die meisten einig. Aber als eine gerettete Mieze ein seltsames Baby zur Welt brachte, wusste niemand, was später passieren würde. Der Ursprung der Katzenrasse Selkirk Rex geht auf eine bestimmte Samtpfote zurück, die auf ihre eigene Art und Weise einzigartig ist. Miss De Pesto wurde 1987 als Streunerin geboren. Leider wurde ihre ausgesetzte Mutter im Bundesstaat Montana in den Vereinigten Staaten gefunden. Traurigerweise sind diese Tiere überall im Land zu finden, denn sie gehören zu den am häufigsten ausgesetzten. Zum Glück wurde sie gerettet und in ein örtliches Tierheim gebracht, wo die Mitarbeiter feststellten, dass sie trächtig war. Es dauerte nicht lange, bis sie 4 gesunde Miezen zur Welt brachte, die alle sehr niedlich waren. Doch vor allem eines erregte ihre Aufmerksamkeit. Von den 4 war Miss De Pesto die einzige mit lockigem, krausem Fell. Das der anderen war glatt und kurz. Und obwohl alle auf ihre Weise schön waren, sah Miss De Pesto einfach am besten aus. Ihr Kleid ließ sie fast wie einen Kuschelteddy aussehen, den man am liebsten knuddeln würde. Die Mama war großartig und kümmerte sich in der ersten Zeit unglaublich gut um sie. Nachdem die Wonneproppen einige Wochen lang gesäugt worden waren, war es an der Zeit, sie zur Adoption freizugeben. Aufgrund ihres einzigartigen Aussehens dauerte es nicht lange, bis Miss De Pesto bald ein neues Zuhause fand. Eine Frau namens Jerry Newman war auf der Suche nach einem Mitbewohner. Sie war eine Züchterin von Perserkatzen und liebte diese Geschöpfe von ganzem Herzen. Doch obwohl sie bereits einige reinrassige besaß, hatte sie das Gefühl, dass sie noch mehr tun könnte. Sie wollte eine Mieze zu sich nehmen, mit der sie vielleicht sogar züchten könnte. In diesem Moment entdeckte sie Miss De Pesto. Jerry verliebte sich sofort in den kleinen Flauschball und sie wusste, dass sie aufnehmen musste. Miss De Pesto, auch liebevoll Pest genannt, wurde nach einer Figur aus der Fernsehsendung Moonlighting aus den 1980er Jahren benannt, die dafür bekannt waren, Menschen zu belästigen, um deren Aufmerksamkeit zu erregen oder ihren Willen durchzusetzen. Pests faszinierendes Äußeres, gepaart mit ihrem ruhigen, freundlichen und liebevollen Wesen, machte sie zur perfekten Kandidatin. Ihre Veranlagung bedeutete, dass alle Babys, die sie bekommen würde, bestens für ein Familienleben geeignet wären, da sie sich nicht zu sehr vor Kindern fürchten würden. Jerry wusste genau, was zu tun war, um sicherzustellen, dass Miss De Pesto mit gesunden Schmusetigern schwanger wurde. Der Kater, mit der Jerry Miss De Pesto verpaaren wollte, war ein schwarzer Perser namens Photo Finish of Decay. Er hatte eine ähnliche Optik wie Pest, nur ohne die Locken. Alles verlief wie geplant und schon bald war Miss De Pesto in anderen Umständen. In den nächsten 9 bis 10 Wochen sorgte Jerry dafür, dass Pest alles bekam, was sie brauchte. Sie konnte es kaum erwarten zu sehen, wie sie sich entwickeln und ob sie dasselbe Fell wie Pest haben würden. Pest entband 6 gesunde kleine Kätzchen und zu Jerrys großer Freude hatten 3 das Aussehen ihrer Mutter. Diese Tatsache war damals ein seltenes Ereignis, denn bei anderen Rassen wie der Cornish Rex und der Devon Rex war es ein rezessives Gen, was bedeutete, dass es leicht durch ein dominanteres überwältigt werden konnte. Die Löckchen von Miss De Pesto waren jedoch eindeutig ein starkes genetisches Merkmal. Dies bedeutete, dass es einfacher war, sie und ihre Kleinen zu kreuzen, da ihre einzigartige Mutation die Notwendigkeit einer selektiven Genvermehrung überflüssig machte. Laut Mother Nature Network muss man sich keine Sorgen machen, dass die natürliche Lockenstruktur verloren geht und ein vielfältiger Genpool ist für die Erzeugung gesunder Katzen unerlässlich, denn alle Missbildungen oder Genanomalien können mit den gesunden anderer Samtpfoten ausgeglichen werden. Jerry beschloss, die Rasse Selkirk Rex zu nennen, nach ihrem Stiefvater. Dies ist die einzige Mieze, die bisher nach einer Person benannt wurde. In den nächsten 25 Jahren wurden sie mit verschiedenen Rassen gekreuzt, meist mit British oder amerikanisch Kurzhaar oder mit exotischeren wie den schwarzen Persern. Erst 2015
konnte sie endlich mit ihrer eigenen Art gepaart werden, was sie zu einer relativ neuen Gattung macht. Die Tatsache, dass sie nur durch eine Anomalie eines ausgesetzten Tierheimkätzchens zustande kam, beweist, wie wichtig es ist, zu adoptieren und nicht zu kaufen. Wenn Jerry Mr. Pesto nicht gefunden hätte, wäre sie wahrscheinlich kastriert worden und hätte ihre Gene nicht weitervererbt. Viele Menschen glauben, dass Tiere aus Asylen entweder zu alt, zu krank oder einfach nicht niedlich genug sind, aber das ist falsch. Oft sind sie gesünder und umgänglicher als Geschöpfe aus dem Zoohandel, da sie ihr ganzes Leben lang mit Menschen und anderen Artgenossen zu tun hatten. Die Selkirk Rex ist in letzter Zeit sehr populär geworden und viele wollen wissen, wie sie eine bekommen können. Dies ist vor allem auf ein bestimmtes Foto eines bezaubernden orangefarbenen Kätzchens mit gelocktem Fell zurückzuführen, das im Jahr 2015 auf sozialen Netzwerken wie Instagram gepostet wurde und viral ging. Diese wurde mit der Bildunterschrift »Ich habe bis heute noch nie eine Samtpfote mit Locken gesehen« gepostet. Viele fragen sich, um was für eine Art es sich handelte, und es dauerte nicht lange, bis sie berühmt war. Trotz ihrer Beliebtheit wurde sie erst 2012 als offizielle Rasse anerkannt, als Wissenschaftler der Veterinärmedizinischen Universität Wien erklärten, dass sie allein durch Selkirk Rex Katzen erhalten werden kann. Seitdem steht diese bezaubernde Mieze ganz oben auf der Liste derjenigen, die viele gerne besitzen würden. Ihr weiches, gewelltes Haupt lässt sie wie einen kleinen Teddybären aussehen und ihr ruhiger, neugieriger und verspielter Charakter macht sie zur perfekten Hauskatze, die gerne herumtollt und sich von lauten Geräuschen wie Weinen oder Schreien nicht so leicht abschrecken lässt. Auch wenn es großartig ist, dass aus einer einfachen Tierheimkatze eine neue Art entstanden ist, sollte man nicht vergessen, dass man sich ein Lebewesen nur anschaffen sollte, um ihm zu helfen. Angesichts der vielen ausgesetzten Dinger, die bereits in Tierheimen auf der ganzen Welt leben, sollten wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ihnen ein neues und liebevolles Zuhause zu geben. Und obwohl Jerrys Handeln zu dieser neuen Art geführt hat, sind viele Menschen der Meinung, dass sie ein wenig unverantwortlich gehandelt habe, da sie die Katze nicht hätte züchten sollen. Dies würde das ohnehin schon große Problem der Streuner nur noch erweitern. Ob es nun falsch oder richtig war, die Welt hat jetzt die Selkirk Rex und da sie so schön und niedlich sind, glaube ich nicht, dass irgendjemand sie wieder loswerden möchte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, solltest du unbedingt die Gefällt mir und Abonnieren-Buttons drücken, um neue Updates zu erhalten. Und wenn du noch mehr großartige Inhalte möchtest, schau einfach auf unserem Kanal vorbei.